Dann stellt sich ein bisschen die Frage, worauf wir den Schwerpunkt in dieser Session legen möchten. Wir haben eigentlich so drei Dinge zur Auswahl, oder? Das eine ist so ein bisschen ein Einblick, was ist Wikidata überhaupt? Vielleicht zuerst mal die Frage, wer kennt Wikidata eigentlich gar nicht? Soll mal die Hand hochhalten. Und wäre froh um so eine kurze Einführung. Das wäre mal so ein Ding. Okay. Und dann ist so die Frage, ja, was können wir als Archive konkret tun in Wikidata? Das wäre so ein weiteres Angebot. Wer würde sich dafür interessieren? Hand hoch. Okay. Und daran schließen sich auch die Praxisbeispiele an, oder? Genau. Und der dritte Teil wäre dann praktisch eine Einführung in SparkQL. Also wer immer mal wissen wollte, wie kriege ich dieses Wikidata-Daten überhaupt dann zu dem, was ich eigentlich will. Gut. In dem Teil könnten wir sonst auch noch Hausaufgaben anbieten für morgen. Gut. So, jetzt habe ich schon das erste Problem. Oh, Glückwunsch, ja, wir haben ein Netz. Gut. Ist was zu sehen? Ja, wie gesagt, wir sind auf dem kleinen Bildschirm. Leider, es funktioniert. Super. Kleine Spielerei vorneweg. Was kann man mit Wikidata tun? Das hier ist ein Spiel. Ich habe das geforkt, aber es heißt Guess. Link kann ich geben. Anschließend geht einfach darum, man kriegt Bilder angezeigt und muss lokalisieren, wo wurden die Sachen aufgenommen. Und je nachdem, wie nah man dran ist, kriegt man Punkte, kleine Spielchen. Man kriegt kein Geld dafür, aber es macht Spaß. So, dann, oh, muss ich erstmal meinen PowerPoint rausholen. Sie haben, oder du, ihr, mit dem, in den Unterlagen heute dieses schöne Heft bekommen. Schon reingeschaut? Wo ich das gesehen habe, dachte ich, okay, wir brauchen den Slot eigentlich gar nicht. Da steht schon alles drin. Was ist Wikidata? Ja, klar, genau. Ja, also wir würden jetzt, hat das auch das Meinungsbild so ein bisschen gezeigt, ich glaube, den Teil über Wikidata kurz halten. Für die, die jetzt gerne schon mal einen Einblick hätten, was es überhaupt ist und so, wie das aussieht, werden wir das kurz zeigen. Diesen Teil wirklich so auf ein paar Minuten reduzieren und dann vielleicht eher dann zu den Praxisbeispielen übergeben und vielleicht am Ende dann noch kurz was zu den Sparkle Queries zeigen. Genau, und bald sollte auch die Präsentation stehen. Ja, genau, hier geht es schon los. Genau, dann. Gut. Ja, also erstmal nochmal schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Jung und wie bin ich zu Wikidata gekommen? Über das Projekt Archivführer Kolonialzeit. Das Projekt ist gerade in der Endphase, wird nächste Woche vorgestellt. Und was dieses Projekt mit Wikidata zu tun hat, genau, kommen wir nach dem nächsten Punkt dazu. Aber fangen wir einfach an. Es geht um Wikidata. Frage ist also, wie können Daten frei, wie soll ich mich hinsetzen, hinstellen, könnt ihr sehen oder stehe ich hier daneben oder ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, ich stehe so mitten in der Lichtung. So ist gut, sagen Sie auch. Ich setze mich, ich glaube. Ein bisschen schwierig, genau. Also wie können freie Daten den Zugang zum Wissen verbessern? Wikidata ist dafür eigentlich ein Tool der Wahl, weil es ist eine freie Wissensdatenbank, sie ist offen, sie ist für Menschen und für Maschinen lesbar. Das heißt, Sie können auf so eine Seite gehen, zu einem Objekt und können es erstmal lesen, da stehen keine Barcodes oder sowas. Gleichzeitig können Sie die Daten, die dort drin sind, auch mit Skripten herausholen und auf Ihrer eigenen Webseite, auf Ihrem eigenen Auftritt mit verbauen. Und es ist ein unheimlich schnell wachsendes Projekt. Wir haben aktuell, gibt es, wenn ich richtig sehe, 70 Millionen Datenobjekte da drin und das wächst so alle paar Wochen um 1 Million. Also es ist sehr umfangreich, sehr groß. Zu
Zugang zu Wikidata ist über die Adresse, müssen wir es so machen, www.wikidata.org. Haben Sie jetzt Rechner bei sich? Nee. Morgen. Gut. Was machen wir jetzt auf die Schnelle? Gucken. Gut. Na dann, was ist denn hier los? Achso. Gut, fangen wir an. Das heißt, dann machen wir einen Crashkurs, gehen auf die Seite von Wikidata zusammen und schauen uns das ganz kurz an. Die Startseite haben Sie vielleicht alle schon gesehen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Nehmen wir Berlin. Wir nehmen Oder. Was ist Oder? Super. So, Internet läuft. So, Wikidata basiert vom Prinzip her auf sogenannte RDF Framework, Resource Description Framework. Schwierig mit dem Teil. Alles. Machen wir. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Das heißt nichts anderes als das. Sie haben normalerweise, gibt es relationale Datenbanken, die kennen Sie, sehen so aus wie Tabellen. Das heißt, Sie haben so Felder, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Wenn derjenige jetzt noch eine zweite Telefonnummer hat, haben Sie ein Problem, weil Sie brauchen eine zweite Spalte für Telefonnummern. Das brauchen Sie bei diesem RDF nicht, sondern Sie speichern Aussagen. Und Sie speichern Aussagen, splitten das auf in einzelne Aussagen. Und die funktionieren nach diesem Prinzip. Sie haben immer ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt. Ja? Raum, großer Saal, Fläche, weiß ich, 100 Quadratmeter. Höhe so und so. Also Fläche wäre das Prädikat, Raum ist sozusagen das Subjekt, das Rote. Und die 22 Quadratmeter oder die 100 Quadratmeter wären das Objekt. Das sind sogenannte Triple. So. Und diese Triple sind immer so aufgebaut, dass die Subjekte sind immer URIs. Also Sie können ein Subjekt immer über eine Maschine ansteuern. Also ein URI oder ein URL ist eine Unterklasse von URI. Prädikate genauso. Das heißt, das Prädikat ist eine. Das können Sie ansteuern. Zeige ich gleich, wie es aussieht. Und beim Objekt, da haben Sie die Wahl. Das kann ein URI sein, also eine maschinenlesbare Adresse. Es kann aber auch ein Literal sein. Literal sind das zum Beispiel Kilometer, Flächenangaben, Zahlen halt, ne? Datum. So. Und Sie haben in Wikidata. Mittlerweile haben Sie mehr, aber jetzt im Wesentlichen haben Sie zwei Arten von Seiten. Das eine sind Seiten mit einem Q, mit einer Q-Nummer. Das sind die sogenannten Wikidata-Items. Und Sie haben Seiten mit einer P-Nummer. Und das sind die Prädikate. So, und das gucken wir uns nochmal live an. Okay. Ist das, machen wir ein bisschen größer. Oh Gott, nicht zu groß. So. Im Gegensatz zu einer ganz strikten Datenbank, die mit solchen Triple arbeitet, so einem Triple Stores, basiert Wikidata auf der gleichen Software wie Wikipedia, nämlich die MediaWiki-Software. Das heißt, Sie haben eigentlich hier im Hintergrund laufen Seiten wie bei einer Wikipedia. Das bedeutet auch, dass wir hier eine History haben. Also wir können Versionsgeschichte, wir können uns anzeigen lassen, wer hat wann was geändert. Wir können theoretisch auch diskutieren über diese und jene Eigenschaft, die zugeteilt wurde. Also hier gelten die gleichen Prinzipien wie bei Wikipedia.
So, und jetzt haben wir hier die Aussagen. Und hier haben wir genauso eine Aussage. Das heißt, wir sind auf der Seite oder. Ja, oder hat praktisch Nummer Q552. Der Begriff oder selbst ist nicht der Name der Seite, das ist lediglich das Label. Und zwar das Label in der deutschen Sprache. Weil dieser Fluss hat ja noch andere Namen. Zum Beispiel im polnischen Odra. So, und hier haben Sie die klassische Aussage, Oder ist ein Fluss. Wenn man denkt, okay, ist ja klar, ist logisch, aber es gibt halt auch Oder als Konjunktion. Wahrscheinlich noch zig andere Sachen. So, und das ist das, was ich meine, dass halt das Prädikat auch wiederum eine Uri ist, also angesprochen werden kann. Das heißt, für das Prädikat selbst gibt es wieder eine Seite. Und das ist in diesem Fall das Prädikat P31, das ist eines der wichtigsten Prädikate. Heißt, ist eine. Das heißt, Unterschied zwischen, das ist eine Instanz. Wie kann man das jetzt sagen? Sie haben eine Klasse von Tieren. Von der Klasse von Tieren gibt es eine Unterklasse Pferde. Und dann haben Sie in der Unterklasse Pferde haben Sie eine Instanz namens Fury. Das ist also ein Element aus dieser Klasse von Pferden. Also wenn ich jetzt eine Seite hätte über Fury, dann wäre Fury ist ein Pferd. Gut. Zurück hier. So, und weil halt Wikidata jetzt nicht strikt dieses Prinzip semantischer Datenbank erfüllt, gibt es leider ein paar, ein paar Möglichkeiten sich zu Irritation. Also im RDF-Schema ist klar, da gibt es Subjekt, Prädikat und Objekt. Bei Wikidata heißen die ein bisschen anders. Bei Wikidata, diese Q sind Objekte. Die Prädikate heißen Eigenschaften oder Properties. Und das, was eigentlich Objekt ist, heißen hier Werte. So, den Rest hatte ich schon erklärt. Also Q-Seiten und P-Seiten. So, und dann gibt es halt noch diese Besonderheit mit den Labels und den Qualifikatoren. So, hier haben wir die Labelseite von der Oder. Da gibt es genau drei Arten von Labels. Das ist einmal die Bezeichnung, also das Label an sich, wie heißt das, also Oder. Dann die Beschreibung, also die Description. Und dann alternative Formen. Häufig bei Personennamen. Ja, jemand, der halt Karl geschrieben wurde, mal mit C, mal mit K oder so. Und eine zweite Eigenart, was Sie normalerweise in einer semantischen Datenbank in dieser Form nicht finden, sind die Qualifikatoren. Jetzt hoffe ich, dass ich hier welche finde vor lauter Schreck. Hier nochmal so ein Beispiel, was man machen kann. Sie können letztendlich jedes Objekt raussuchen in Wikidata. Sie werden immer mehr oder weniger detaillierte Beschreibung dieses Objekts finden. In diesem Fall sind das hier die Nebenflüsse. Hat sich halt jemand die Mühe gemacht und hat wirklich alle Nebenflüsse der Oder halt da aufgezählt. Das finde ich hoffentlich hier noch gleich. Es sind eine ganze Menge, wie ich sehe. Fundstelle, Na, kein Qualifikator haben wir nicht. Ja, hier ist ein Beispiel für so einen Qualifikator. Das heißt, Sie haben hier die Eigenschaft, wird beschrieben in den New Encyclopedic Dictionary. Und jetzt gibt es eine Zusatzaussage zu dieser Aussage. In diesem Fall innerhalb dieses New Encyclopedic Dictionary hat die Oder halt
die Bezeichnung so, so, so. Klassische Fälle von Qualifikatoren sind Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, also angenommen, Sie haben eine Organisation, Sie haben jetzt eine Person, die da jetzt Direktorin wird. Startzeitpunkt das Datum, Endzeitpunkt das Datum. Das können Sie dann so mit eingeben. Gut. Anderer Vorteil ist, Sie können in jeder Aussage, in diesem Fall jetzt gar nicht, weil es so ein Standardwert ist, jede einzelne Aussage ist in der Lage, Quellenangaben mit aufzunehmen. Das heißt, Sie können jede einzelne Aussage auch belegen. Gut. Ja. Versionsgeschichte hatte ich schon erzählt. Sie können also diskutieren, wobei man muss sagen, diese Diskussionsseiten werden kaum genutzt, aus dem einfachen Grund, wir haben 70 Millionen Objekte. Es ist schwierig, da überall raufzuschauen, was ist da wie passiert. Es ist praktisch und unbedingt empfohlen, wenn Sie oder wenn ihr euch ein Konto anlegt, das ist kostenlos, soweit ich weiß, werden noch keine Daten abgefragt. Es hat aber den entscheidenden Vorteil, dass Sie zum Beispiel sich die Wikidata auf Deutsch anzeigen lassen können, weil wenn Sie es nicht machen, kriegen Sie alles immer nur auf Englisch. Und es hat den Vorteil, dass Sie dann sozusagen auch in der Versionsgeschichte erscheinen, als jemand, der das und das Datum geändert hat und auch entsprechendes Feedback bekommen können oder auch wiederum Feedback geben können zu anderen. Das sieht dann so aus, dass, mal schauen hier, ja, Sie kriegen dann hier oben solche kleinen Mitteilungen, ja, dass man halt ganz toll ist. Gut. Ja. Oder halt, dass wirklich zu bestimmten Punkten, dass halt andere User sagen, so geht's aber nicht und warum hast du das gemacht? Und dann kann man halt diskutieren. Also die Diskussion läuft eigentlich eher über solche Mitteilungsdienste. Dazu ist es aber wieder notwendig, ein Konto zu haben. Aber wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig. Sie können auch jetzt hier etwas dran ändern. Gucken wir uns mal die Versionsgeschichte von der ODA an. Natürlich alles. Oder Schreck. Jetzt dachte ich, wollte ich eine schöne IP-Adresse hier finden. Nein, ist nicht. Das sind alles vorbildliche User, die alle hübsch ihren Namen verwenden. Also es kann passieren, dass Sie hier dann irgendwelche IP-Adressen finden und dann den entsprechenden User nicht anschreiben können. Okay, das wäre jetzt für die grundlegende Einstellung. Ja, 485, ja. Geht's los, ne? Ich schaffe, meinen Laptop zu verbinden. Einmal kurz für Sekunden. Oder dann mache ich nochmal schnell den Teil. Die entscheidende Frage ist ja dann, wie bekomme ich die Daten eigentlich raus aus Wikidata? Also wie es aussieht, klar, es genügt, wenn man reinschaut. Man kann vielleicht so man bekommt eine Idee, was es ist. Aber was macht man jetzt damit? Wie gesagt, SparkQL würden wir gerne dann morgen machen. Bringen Sie den Rechner mit. Würde ich sagen, gleich morgen früh in der ersten Session. Ich hoffe, wir können alle morgen früh dann schon. Jetzt hier ein Beispiel konkret. Das wäre der Archivführer zur deutschen Kolonialzeit. Ein Projekt vom Auswärtigen Amt, initiiert, von der Fachhochschule Potsdam durchgeführt. Und innerhalb dieses Archivführer gibt es eine Abteilung, das ist der Thesaurus. Und alles, was Sie hier sehen, sind Daten aus Wikidata. Die werden direkt eingeflogen. Die werden nicht irgendwie auf der Seite zwischengespeichert, sondern die werden direkt eingeflogen. Was kann man darunter verstehen? Also, wir noch ein schönes Beispiel. Wir wollen zum Beispiel wissen, welche Person war in der damaligen Kolonie Kamerun? Und guckt man dann hier rauf, ich hoffe, dass das Netz jetzt mitspielt. Bitte, bitte, bitte. Dann dauert es ein bisschen länger. Da ist es. Und jetzt haben Sie hier praktisch Ihre 1000 Ergebnisse, knapp 1000 Ergebnisse.
und bekomme jetzt hier eine Liste und das ist das Ergebnis einer Abfrage aus Wikidata. Wenn Sie wissen wollen, welche Abfrage das ist, können Sie hier ganz normal hier raufgehen. Dazu dann aber morgen. Das sieht ein bisschen wild aus. Verdecken wir erstmal. Gut. Noch ganz wichtigen Vorteil, gerade im Zusammenhang mit dem Projekt Archivführer Kolonialzeit. Sie sehen hier gleich vorne Adama Jubaru. Wikidata hat den Vorteil, dass auch Personen eine Stimme bekommen können, die zum Beispiel in der GND nicht abgebildet werden, weil sie halt kein Buch geschrieben haben oder über die kein Buch geschrieben wurde. Und das ermöglicht es, dass es halt, es kann auch als kollaboratives Werkzeug genutzt werden. In diesem Fall, wie sind die Leute in diese Liste gelangt? Das ist vielleicht die nächste Frage. Schauen wir uns mal jemanden an. Wir nehmen mal hier Herr Tangana. Wo haben wir den? Da. Da zu viel, Entschuldigung. Kommt man hier rein. Also das ist... Also der Mann wurde geboren als Tangana Nchama, wurde dann Karl Friedrich Otto Tangana und gestorben ist er als Charles Tangana. So sieht er aus. Und hineingekommen ist er in die Liste über diese Eigenschaft Wirkungsort. Kamerun. Und zwar nicht Kamerun, heutiges Land, sondern Kamerun, in diesem Fall dann halt ehemalige deutsche Kolonie. Also alle Objekte, die diese Aussage, Wirkungsort Kamerun, zu stehen haben, werden in dieser Liste mit aufgeführt. Und genauso können Sie das mit allen anderen machen. Und jetzt kommt die, sozusagen die Überführung zum nächsten Thema. Genau. Sie können nämlich nicht nur sich die Namen anzeigen lassen, sondern Sie können zum Beispiel auch sagen, zeig mir mal alle nach, also zeig mir mal die Orte, an denen es Nachlässe oder Bestände gibt von Personen und Organisationen, die zum Beispiel in Deutsch-Neuguinea waren. Sie können sich auch Listen anzeigen lassen, nicht hier jetzt, aber theoretisch denkbar. Wo gibt es Bestände von Schriftstellerinnen des späten 19. Jahrhunderts, die in Anacortes Urlaub gemacht haben? Das ist nicht, das kann man nicht, aber so ähnlich. So, jetzt übergebe ich, weil jetzt geht es nämlich an die nächste Eigenschaft. Okay. Gerne, ja. Genau. Noch nicht ganz. Ja, okay. Ach so, ich muss noch vielleicht noch. Machen wir hier mal, wo ist es denn? F7? Macht er auch nicht. Das macht er auch noch. Oh, alles viel offen. In der Zwischenzeit vielleicht nochmal. Ja. Jetzt werde ich sofort Stopp sagen. Ja, wenn's. Kurz nochmal zum Archivführer. Archivführer Deutsche Kolonialzeit. Projekt vom Auswärtigen Amt, wie gesagt, initiiert, Fachhochschule Potsdam durchgeführt. Es ging darum, vor allen Dingen auch zu zeigen, wo, in welchen Archiven, nicht nur in Deutschland, liegen Unterlagen zu diesem Thema. Und eine wichtige Erkenntnis aus diesem Projekt ist, dass es doch viel mehr ist, als was man zum Anfang dachte. Und wir sind jetzt bei 444 Einrichtungen, die wir gefunden haben und 92.000 Beschreibungen und davon knapp 72.000 Verzeichnungseinheiten. Was aber wiederum auffällt ist, klar, Archive als Herrschaftswissen, Sie finden viel mehr Informationen über irgendwelche Orden, die irgendwelche Gouverneure bekommen haben, als, als über den Koch dieser Gouverneure. Gut. Noch interessanter bei Kohärenzschreibmaschine, aber das ist ein anderes Thema. Okay, mal gucken, ob ich das hier von der Bühne aus mitbekomme. Ich glaube, das ist der Camp-Teil in Archivcamp.
Also ich versuche ein bisschen was zu erzählen über die Datenanreicherung der Archive und Uwe hat eigentlich einen ganz interessanten Punkt schon erwähnt, nämlich, dass wir in Archiven ja häufig auch aus privater Provenienz zum Beispiel Nachlässe haben oder von Institutionen Archivgut bei uns liegen haben und Wikidata ist eben eine Möglichkeit, ganz gezielt auf diese Nachlässe hinzuweisen und das Property, das hier zur Anwendung kommt, ist dieses Archives at. Ich habe das hier versucht nochmal aufzuzeigen, auch wenn das links ein bisschen abgeschnitten wird, aber dieses Archives at Property ist eigentlich nichts anderes als ein Triple, das eben die Aussage ermöglicht, der Nachlass zur Person XY liegt im Archiv Z. zum Beispiel, oder halt ist auch verteilt auf verschiedene Archive. Es besteht da die Möglichkeit, ganz viele solche Verlinkungen zu einer Person oder zu einer Institution mit dran zu hängen. Ich kann das vielleicht hier mal kurz zeigen, wenn das funktioniert. Mal gucken, Alfred Stern, das ist ein Schweizer Historiker und irgendwo hier, so sah der aus, und irgendwo hier ist jetzt dieses Archives at Property hier zu sehen und hier sieht man jetzt eben auch, es ist nicht nur ein Nachlass vorhanden oder nicht nur ein Nachlassteil, sondern dieser Nachlass ist verteilt über verschiedene Institutionen und die sind hier, alle drei sind das glaube ich im Moment oder vier sogar, aufgelistet mit den jeweiligen Verknüpfungen und man kommt dann hier direkt über die Referenz zur entsprechenden Stelle in der Archivdatenbank. Ich klicke jetzt hier mal drauf, mal gucken, ob das funktioniert. Also das ist hier der Durchstieg jetzt auf die Archivdatenbank des Hochschularchivs der ETH Zürich und hier sehen wir dann, okay, jetzt landet man hier an dieser Stelle und sieht eben, welche Unterlagen jetzt über diesen Alfred Stern bei uns liegen. Bei den Kollegen würde das ganz genau gleich funktionieren. Also das ist wirklich eine sehr niederschwellige Möglichkeit, das zu tun. Und die allerniederschwelligste Möglichkeit, das zu tun, ist, das Uwe schon erwähnt, man kann das einfach von Hand eintragen. Also jede Institution kann das tun, jeder Mitarbeiter. Und im Moment ist es so, dass es knapp 30.000 solche Archives Property-Einträge gibt in Wikidata. Das Potenzial ist allerdings viel größer. Ich habe mir mal, erlaubt, hier die Karte anzeigen zu lassen von allen Institutionen. Das kann eine Weile dauern, bis das jetzt kommt. Also so sieht das aus. Ein bisschen eurozentristischer Ansatz im Moment noch. Also die Kollegen weltweit könnten da noch ein bisschen nacharbeiten. Aber hier diese roten Punkte sind also Archive, die in Wikidata vermerkt sind und die auch mit Geokoordinaten versehen sind. Also unbedingt, wenn Sie Ihre eigene Institution erfassen in Wikidata, achten Sie darauf, dass Sie wirklich die Geokoordinaten mitgeben, weil sonst fallen Sie bei solchen Darstellungen sofort raus. Das wäre dann schade. Also es ist viel Potenzial da. In diesem Archives at Property. So sieht die Verteilung dieses Properties aus, wenn man sich das so als Bubble-Grafik ausgibt. Sie sehen da, oder vielleicht auch nicht, in der Mitte hier, das sind die Archives Nationales de France. Die haben mit Abstand den größten Import gemacht an Archives at Properties. Und dann nimmt das einfach hier der Größe nach außen nimmt das ab. Und viele Institutionen sind nur mit ein paar einzelnen Nachlässen oder Einträgen vertreten und das kommt daher, dass diese Einträge, die wurden nicht von den Institutionen gemacht, sondern von einzelnen Usern. Also Wikidata ist eine frei editierbare Datenbank, also auch ihre Userinnen und User können nach Hause gehen und sagen, ja, jetzt weiß ich ja, der Nachlass von Frau XY liegt da, also mache ich den Eintrag gleich selbst. Das kommt vor. Die großen Bubbles, die eher in der Mitte liegen, das sind alles institutionelle, groß angelegte, automatisierte Importe.
In meiner eigenen Einrichtung, wir haben ein sehr großes Bildarchiv bei uns. Und dieses Bildarchiv hat etwa 3,5 Millionen Bilder, aber die verteilen sich auf ganz wenige Nachlässe, weil viele große Bildnachlässe, die beinhalten 1 Million Bilder oder mehr. Das heißt, wir haben insgesamt nur etwa so 25 Archives-Ad-Verlinkungen. Das ist eine klassische Geschichte, um das von Hand zu machen. Das ist auch innerhalb von einer Stunde erledigt. Etwas schwieriger präsentiert sich die Lage im Hochschularchiv der ETH Zürich. Da haben wir weit über 1000 Nachlässe. Und da ist es so, dass da schon eher eine automatisierte Geschichte notwendig war. Wir haben das gemacht im Rahmen so einer kleinen Sandbox-Geschichte, die wir bei uns aufgezogen haben, jetzt nicht nur von den Archiven der ETH Zürich aus, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen von der Zentralbibliothek Zürich und der Schweizerischen Nationalbibliothek, haben wir so einen Wikidata-Workshop gemacht. Wir haben das Wikidata Hack Days Zyklus genannt, treffen uns alle paar Wochen mal und das Anreichern von Wikidata über dieses Archives Add Property ist ein kleines Teilprojekt, das wir in diesem Rahmen durchziehen, und das Ziel ist, das eben Leuten wie euch auch ein bisschen näher zu bringen und dass wir auch beschreiben, wie man das macht. Also das am Ende soll da eine Dokumentation dabei rausschauen, die eben Schritt für Schritt ein bisschen durchführt. Wie eben diese automatisierte Anreicherung gemacht werden kann. Im Überblick sieht der Workflow eigentlich ganz einfach aus. Das heißt, wir nehmen die Daten aus einem Quellsystem, aus einem Archivinformationssystem typischerweise raus. Die Daten müssen ein bisschen aufbereitet, nachbearbeitet werden und werden dann am Ende in Wikidata importiert. Ein ganz wichtiges Tool, das sieht man hier in der Mitte, dieser blaue Teil, ist ein Open-Source-Tool, das heißt OpenRefine. Jetzt habt ihr keine Rechner mit, vielleicht morgen haben wir auch noch kurz Gelegenheit, genau. Wer das nicht kennt, das ist ein wunderbares Werkzeug, jetzt nicht nur, wenn es um Wikidata geht, sondern allgemein um Datenbereinigung, Datenanreicherung, weil ich glaube, wir kennen alle Situationen wie die Geschichte hier, dass man irgendwelche Titel hat von Beständen, die lauten einfach Korrespondenz oder was haben wir hier, Materialien zum Werk oder so, und dann mit Lebensdaten, manchmal ohne Lebensdaten, manchmal in Klammer, manchmal nicht in Klammer. Also keine wirklich strukturierte Beschreibung, aber alle Informationen sind da. Und dieses OpenRefine ist eben ein Tool, das es einem ermöglicht, diese Informationen zu segmentieren und eben in einzelne Spalten zu zerlegen, was eben zwingend ist für den Import in Wikidata. Dann sorgt OpenRefine eben für die ganz wichtige Frage, ja, zu welchen Personen ist denn überhaupt schon ein Eintrag vorhanden? Also wenn Sie einen Nachlass haben von einem Schriftsteller, dann wollen Sie ja wissen, ist der in Wikidata schon vorhanden? Und Sie wollen das nicht manuell prüfen, sondern Sie möchten das systemgestützt prüfen, weil wenn der noch nicht da drin ist, dann muss der Datensatz erst erfasst werden. Und OpenRefine unterstützt eben diesen automatisierten Datenabgleich mit Wikidata einerseits, und daneben kann es auch noch andere Schnittstellen nutzen, wie zum Beispiel den Lobit GND-Service der GND, mit dem man eben auch Daten abfragen kann, die dann direkt aus der GND kommen. Keine Angst, das ist jetzt kein praktischer Teil hier, aber so sieht das aus. OpenRefine, so ein tabellarischer Tool, sieht eben so ein bisschen nach Excel aus und hat eben diese Reconciliation Functions eben schon integriert und erlaubt eben hier diesen automatisierten Datenabgleich. Was es auch ermöglicht, ist, das Schema anzulegen, nachdem wir eben dann diese Anreicherungen zum Beispiel über dieses Archives Add Property machen möchten. Das heißt, wir definieren hier, was wir eigentlich mit diesen Daten genau tun wollen, und am Ende sieht das genauso aus, jetzt hier halt im Schema, aber das Resultat sieht dann genauso aus, wie wir das bei diesem Professor Stern am Anfang gesehen haben. Es gibt ein paar zentrale Herausforderungen, also wenn man das so automatisiert macht, von Hand, gibt es eigentlich nur die Aufforderung, nur die Herausforderung, dass man ein bisschen Zeit investieren muss. Aber hier für ein paar hundert oder ein paar tausend Datensätze liegt die Herausforderung schon im Aufwand der manuellen Nachbearbeitung.
Es gibt zum Teil fehlende Matches, zum Teil unklare Matches. Das muss man dann ein bisschen manuell überprüfen, welche Person ist denn jetzt die richtige. Dann gibt es auch, jetzt in unserem Fall war das häufig der Fall, dass wir Datensätze haben, die eben ohne Berufsbezeichnung, ohne nähere deskriptiven Daten versehen waren. Und das ist dann ein bisschen eine Herausforderung, weil die sind in Wikidata eben sehr wertvoll, dass man da noch hinzuschreiben kann, Professor für Geschichte zum Beispiel oder sowas. Dann natürlich ein Kernthema, immer wenn man mit Datenbanken arbeitet, das Vermeiden von Dubletten, also dass man wirklich sicher ist, dass eine Person nicht schon in Wikidata vorhanden ist, weil sonst legt man eine Person zweimal an. Und dann eben noch diese Descriptive Information, die nicht immer einfach zu kriegen ist. Okay. Jemand entdeckt den Fehler? Wo war das? Gut. Okay. Wahrscheinlich Zeit für Fragen, ne? Genau. Gibt es noch Zeit? Gibt es noch Fragen? Aber am Ende. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Moment. Hört man nicht so weit? Mit Mikro ist besser. Okay. Dann sollte das hier auch gehen. Aber sieht schön aus. Da ist es. Okay. Als Verständnisfrage. Im Moment macht ihr das wirklich noch so, dass ihr das eindirektional sozusagen aus euren Beständen in die Wikidata reinspielt? Oder ist das schon eine bidirektionale Beziehung? Das ist eine Einweggeschichte, genau. Das heißt, wir bereiten unseren Export auf und gucken dann, wo gibt es diese Lücken und spielen dann diese Links ein. Das sind ja nur Links, und noch Signaturangabe und Quelle und so, genau, ja. Wenn ich gerade mal ganz kurz weitermachen darf, jederzeit unterbrechen. Das bringt die Frage zum nächsten, wo kommen diese 70 Millionen Datensätze her? Also sprechen wir ein bisschen über Datenqualität, wer liefert und wer schaut drauf? Ja, das Thema Datenqualität. Thema Datenqualität, heißes Thema, auch in der Community. Es gibt verschiedene Qualitätsdimensionen. Sie können relativ einfach feststellen, ob Daten vollständig sind oder ob überall Fundstellen angegeben sind. Sie können relativ schwer feststellen, ob eine Angabe richtig ist. Also ob die Person wirklich dann und dann geboren ist oder gestorben ist und so weiter. Es wird diskutiert. Es gibt möglichst viele Ansätze, auch technische Ansätze. Dazu, man muss es wahrscheinlich so betrachten, dass Wikidata so ein riesen Ozean ist mit einem sehr großen Inseln mit sehr guten Daten drin. Wahrscheinlich ist das so die Aussage, die man treffen muss. Aber Aufruf, jeder und jede ist aufgerufen, die Daten zu verbessern. So. Zu morgen kurz, zum Ablauf. Also wir würden dann wirklich vorschlagen, wir gehen dann, also das Editieren, Aufnehmen von Daten könnte jede nochmal zu Hause testen. Ansonsten machen wir das morgen früh mal ganz kurz. Am besten nehmen Sie sich einfach Ihre Institution, schauen Sie sich mal den Datensatz von Ihrer Institution an, wenn er da ist. Und fügen einfach was an. Ich weise nochmal auf ein schönes Tool hin. Oh, wo bin ich jetzt hier? Achso. Dieses Recoin. Sie finden oben, also Sie gehen auf irgendeine Seite, Berlin oder weiß ich was. Berlin ist wahrscheinlich schon alles voll. Ja, BSTU wahrscheinlich eher. Ja, na gut. Ist schon also gut. So, und zwar gibt es hier oben eine Recoin-Option, weil die Frage ist ja, was kann ich denn da reingeben? Wir haben insgesamt zurzeit über 6000 verschiedene Properties. Sie können Sachen angeben bis hin zur Schusshand bei Eishockeyspielern.
was wir natürlich hier nicht brauchen beim Stasi-Archiv. Aber deswegen bietet Wikidata schon mal an, anhand einer Auswertung von ähnlichen Einträgen zu archiven, welche Sachen fehlen denn noch? Und da finden Sie natürlich die 625, die Koordinaten, die Geokoordinaten, die fehlen schlichtweg bei dem Eintrag. Also wer hier ist vom Archiv, bitte mal die Geokoordinaten eingeben. Ja? Ich weiß, es kommt jetzt nicht auf die Aufnahme, aber wenn es Behörden gibt, die einfach zig Standorte haben, ne, dann ist es manchmal auch besser, wenn er erstmal nichts ist, sondern wenn es Untereinheiten gibt. Das ist ja das Tolle bei Wikidata, dass wir alles unterordnen können. Ja. Also da wollte ich einmal reingrätschen, weil es ein bisschen zu flach ist. So. Gut, okay. Ja, angenommen. Tut weh, die Grätsche. Okay, also testen Sie mal zu Hause, wenn Sie Zeit haben oder wenn ihr Zeit habt. Recoin, haben Sie eine Übersicht, was fehlt denn noch so, was ist denn noch so häufig? Und dann würden wir damit morgen anfangen und dann gleich in SparkQL reingehen. Und falls es Interesse gibt zu OpenRefine, dann würden wir auch das machen. Allerdings mit der Bitte, dass Sie dann möglichst zu Hause schon OpenRefine installieren. Weil es bringt nichts, wenn wir dann erstmal da sitzen und eine halbe Stunde lang mit der Installation von dem Programm beschäftigt sind. Zum Thema OpenRefine, also Sie brauchen es nicht nur für Wikidata, sondern Sie können mit OpenRefine ja, wunderbare Sachen machen, wenn es darum geht, aus irgendwelchen Daten irgendwelche sauberen Tabellen zu machen, Spalten neu aufzusplitten und so weiter, kann man immer mal irgendwie gebrauchen. Aus einem Word-Dokument, aus einem PDF-Dokument eine Tabelle zaubern, ist alles möglich. Gut, noch Fragen? Ich gebe mal. Leider nochmal, könnt ihr uns ganz kurz zeigen, wie das mit den Quellenangaben, die zu jedem einzelnen Datensatz möglich sind, funktioniert? Weil das sind ganz spannende Sachen. Quellenangaben, ja. Da überschneidet es sich möglicherweise mit anderen, tut mir leid. Nee, gut. Gut, dann war das der Wechsel. Okay. Und dann zeigen wir, wie es ist, aber es ist relativ einfach. Es gibt dann wiederum ein paar spezielle Prädikate, zum Beispiel URL der Fundstelle oder nachgewiesen in, Seitenangabe, kann man alles machen. So. Ja, wunderbar, ganz herzlichen Dank und dann vielleicht bis morgen im Praxisteil. Danke.